Ich glaube, das ist der Dark-Con, so 2007 and 54. I've got a collection of Jack Daniel's whiskies with me here. And I already tasted the first tea, the Gentleman Jack and the Jack Daniel's number 7. And today it's time for Jack Daniel's single barrel. So this will be probably very exciting. It comes on this tray. And after this review, I can throw it away, alright. So it has a very interesting bottle. Don't ask me how the big bottle looks like. I think the small bottles are very cute. Okay, and here's like a sheet with the things I have to say. So let's do it. So here we go. Let's have a single barrel. Before I drink it, I smell it. Okay, it smells very creamy. It sounds very funny. So I think these are two shots. Yeah, I think they're two shots. And on this flyer I mentioned before, they say color, brilliant. Red amber. Yeah, it's a red amber. Aroma, distinguished and spicy vanilla, alright. Orange and mint. So I have to smell it again. No. Whatever. I don't smell orange. Flavor, a mix from sweet vanilla. Hard to translate here. Deep oak and cherry, dark cherry. Alright. Okay, they say it's unique because of the barrel it was stored in the result. So enough talk here, let's do it. It's burning, mainly not in the gullet, but more like in the throat itself. My eyes are a little bit watering. Feels very aggressive. Tastes like gasoline, I don't know. Oh yeah, I need water. Now it burns in the gullet. Water, water, water. I have to say, they are all different, so, I think the worst was actually the best selling this year, the number 7. I think I liked most is Gentleman Jack. They doesn't say anything about smooth. They praise the Gentleman Jack to being smooth and the normal number 7 as well. Also they say this is mild and this is smooth and this is now unique. It's unique in its aggressiveness, I don't know. So how much alcohol is in there, by the way? 45. So it actually has more than the others. Yeah, here's the number 7, if I see it correctly. The number 7 has 40. And these guys have 45. Yeah, hard to rate. I'm not into hard alcohol drinking. I'm not a whiskey expert. So I'm sort of stuck now. What do I do? Yep, I'm also sort of getting a headache. I think raw. I think it's an interesting tasting experience. Like, and you really can like feel the oak of the barrel it was stored in, everything. But it feels so aggressive. Yes. Have you tried them? Let me know which one do you like the most. Do you like any of these? Let me know.
Yeah, which whiskey you recommend? There are other expensive whiskeys I'm not well getting into. I think, for instance, Johnnie Walker. Johnnie Walker is very big, and there's something else very big. There are Norwegian whiskeys, aren't they? Yeah, I have your whiskey recommendations for me. Let me know. So, this was a review. I hope you enjoyed it. And thanks for watching. Next language. Gut, nun jetzt hier zum Jack Daniels Abschluss. Ich weiß gar nicht, haben Sie noch mehr Geschmacksrichtungen? Der Single Barrel. Und es schmeckt schon, ich würde sagen, schmeckt schon böse nach Eiche. Es ist wohl in Eichenfässern gelagert. In einem Single Barrel. Gibt es auch Multi-Barrel-Fässer? Ich weiß es nicht. Und was hier alles so auf diesem Flyer, da gibt es so einen Flyer, was da alles draufsteht. Also, erzählt mir sonst da was. Die Orange ist doch keine Orange. Orange auf gar keinen Fall. Vanille. Es schmeckt einfach. Es schmeckt nach Eiche. Noch nichts anderes so. Das würde man dann so ein Stück Holz lecken. So schmeckt das. Das hat jetzt sogar noch mehr Prozente hier. Seht ihr das? Ganz klein. 45. Das hatte 40 und der Gentleman hatte. Der hatte. Wo bist du? Auch 40. Den konnte man halbwegs trinken. Der wurde ja auch als super smooth, also geschmeidig, angepriesen. Das würde ich sagen, das war das Schlimmste hier, das Zeug. Und das gebe ich jetzt mal Draw, weil das ist schon irgendwie interessant vom Geschmack her, aber das schmeckt so wie Leichtbenzin. Das ist so. Ich glaube, ich hole mir irgendwann mal Stroh 8. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen davon. Nach 10 Minuten. Ich mache auch Schnitte so. Ich schneide das Video ab und zu. Er sieht das nicht in kompletter Länge. Und ja, keine Ahnung. Boah. Ich bin auch jetzt nicht der große Whisky-Experte. Also wenn es irgendein Whisky-Experte sieht, jetzt schimpft nicht gleich. Sagt einfach, was ihr vom Jack Daniels Single Barrel haltet. Und ansonsten wäre es das eigentlich soweit. Ich habe noch ein paar Whiskys, die ich noch nicht habe. Jim Beam fehlt, glaube ich, noch. Johnnie Walker fehlt. Aber muss ich mal sehen, so. Kommt auch darauf an, wie gut jetzt hier die Videos laufen. Und ja, wie dem auch sei. Danke, dass ihr dazu gesehen habt. Und ja, bis zur nächsten Folge.